Sie sehen eine Führerstandsmitfahrt aus einem historischen Schienenbus. Sie sehen die Lumdatalbahn zwischen Lolla und Mainzlar, die Dierwerke. Diesen Film können Sie zusammen mit noch anderen Führerstandsmitfahrten im Internet herunterladen. Auf www.rumsenden.de. www.rumsenden.de. Die Musik ist vom Kraftfutter Mischwerk. Die Titel stehen unter einer freien Creative Commons Lizenz im Internet. Die Lizenzinfos und die Downloadlinks zur Musik finden Sie zusammen mit dem Film auf www.rumsenden.de. Dies ist ein Film von Gregor Atzbach. Ein Dank geht an die oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen, die regelmäßig Sonderfahrten mit historischen Schienenbussen unternehmen. Mehr Informationen zu den oberhessischen Eisenbahnfreunden finden Sie im Internet unter www.oef-online.de. www.oef-online.de. Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Thank you.
Wir halten an am Haltepunkt in Daubringen. Errichtet vom Verein Lumdatalbahn e.V. Der große Teil der Lumdatalbahn ist stillgelegt. Derzeit wird nur noch der Abschnitt von Lolla bis Mainzler die Dierwerke befahren. Der Verein Lumdatalbahn e.V. setzt sich für den Erhalt und die Reaktivierung der Strecke ein. Wir halten an am Haltepunkt in Mainzlar, ebenfalls errichtet vom Verein Lumdatalbahn e.V.
Wir fahren bis zum Ende der Strecke. Damals ging die Strecke noch weiter über Allendorf-Lumder, Londorf und noch weiter bis nach Grünberg. Die Gleise liegen noch bis Londorf. Der Verein Lumdertalbahn e.V. setzt sich für die Reaktivierung der Strecke bis Londorf ein. Sie sahen einen Film einer Führerstandsmitfahrt aus einem historischen Schienenbus. Sie sahen die Lumdertalbahn zwischen Lolla und Mainz-Ladi-Dierwerke. Diesen Film können Sie zusammen mit noch anderen Führerstandsmitfahrten im Internet herunterladen. Auf www.rumsenden.de www.rumsenden.de. Die Musik ist vom Kraftfutter-Mischwerk. Die Titel stehen unter einer freien Creative Commons Lizenz im Internet. Die Lizenzinfos und die Downloadlinks zur Musik finden Sie zusammen mit dem Film auf www.rumsenden.de. Dies war ein Film von Gregor Atzbach. Ein Dank geht an die oberhessischen Eisenbahnfreunde aus Gießen, die regelmäßig Sonderfahrten mit historischen Schienenbussen unternehmen. Mehr Informationen zu den oberhessischen Eisenbahnfreunden gibt es im Internet auf www.oef-online.de. www.oef-online.de. Vielen Dank fürs Zusehen.